Ja, wir wollten Ihnen eigentlich heute heitere Geschichten lesen aus einem versunkenen Land, aus der DDR. Das ist aus einem Buch, was im letzten Jahr erschienen ist. Das sind Geschichten, die habe ich vor 20 Jahren schon geschrieben. Das sind Geschichten über die DDR. Und nun ist es so, dass ich also, eigentlich ist es nicht so heiter im Moment und mir ist eigentlich auch nicht so heiter zumute. Und als Herr Tauchert mich eingeladen hatte, hier zu lesen, da habe ich schon gesagt, es wäre ganz gut, wenn auch mein Mann mitkäme. Der ist vor 10 Jahren nämlich hier gewesen bei NAVA und war hier eingeladen zu einer großen Veranstaltung damals. Und er hat damals in 1991, vor 10 Jahren, ist ein Buch erschienen, Filz. Das sind Artikel, die er in Zeitungen geschrieben hatte. Und da ist ein Artikel, in dem auch eine Begegnung, seine Begegnung hier mit den Leuten von NAVA vorkommt. Und da habe ich ihn gebeten, das doch vorzulesen. Und das ist nur die Einladung? Ja. Ich danke meiner Frau für ihre freundliche Einladung. Und begrüße Sie alle und freue mich, dass Sie gekommen sind. Ist jemand hier, der mal bei NAVA gearbeitet hat? Aha. Ja, vielleicht erinnern Sie sich damals, als die DDR zum Teufel ging. Da war die Frage, was wird denn nun aus all diesen Besitztümern und Werken und Betrieben, die es hier gegeben hat. Und bei NAVA war es so, dass der Betriebsleiter schon nicht mehr funktioniert hat. Der Parteisekretär hatte sich auch verdrückt. Die Gewerkschaft gab es noch. Da kam der Kollege Müller zu mir und sagte, ob ich Ihnen nicht helfen könnte. Denn ich hatte mich ja mit der Frage, was gehört den Arbeitern und was heißt Volkseigentum, hatte ich mich beschäftigt. Ich habe einen ganzen Roman darüber geschrieben, über den 17. Juni. Da ging es ja um die Frage. Also habe ich mich aufgemacht und bin zu NAVA gekommen. Und habe mit der Belegschaft gesprochen und habe ihnen gesagt, dass sie wahrscheinlich, also sie müssten jetzt dieses Werk als ihres beanspruchen und sie selber müssten die Leitung übernehmen und müssten dann mit den entsprechenden westlichen Werken ein Kooperationsabkommen machen. Aber Sie sollten Ihr Werk, Ihr Eigentum zum ersten Mal selber kontrollieren, wie es im Sozialismus eigentlich sein sollte. Dazu ist es leider nicht gekommen. Denn irgendwelche Trottel, die damals sich aufspielten als Revolutionäre, die haben gesagt, wir müssen eine Treuhand haben. Es muss eine Organisation sein, die alles übernimmt und verteilt. Und das gab es dann auch, die Treuhand. Die hat alles verteilt an die Kapitalisten. Und so haben sie ihren Betrieb verloren.